Hallo Leute, seid grüßt zu diesem neuen Video. Ich habe eben das alte Video hochgeladen mit den Bänken bekleben und zusammenbauen. Ja, und das neue Video geht darum, dass ich diese Platte zwischen der Quersitzbank, der kleinen, und dieser großen Bank eine Platte reinsäge. Das machen wir jetzt. Hund habe ich dabei, Werkzeug auch. Habe ich natürlich intelligenterweise in die Kisten verstaut. Okay, ich würde sagen, Abfahrt. Ja, also ich will ja auf jeden Fall hier zwischen den beiden Kisten eine Liegefläche machen. Die soll im Prinzip dann so aussehen. Genau, ich mach mal ganz kurz auf hier, Achtung. Ungefähr so. Na, soll es dann aussehen. Dass das hier eine Fläche ist, die bis hier rangeht. Genau, also dieses Brett wollen wir jetzt hier reinsägen. Das ist der Plan und das machen wir jetzt auch. Dazu brauchen wir erstmal das Maß. Das Maß der Dinge. Bleistift, wo bist du, du kleiner, geschmeidiger Freund? Achtung und Abfahrt. Also obwohl wir noch gar nichts gebaut haben, großartig, nur die Kisten fertig gemacht und reingelegt, gibt es hier schon mal ein ganz kleines Update. Ich weiß nicht, ob man das sieht auf der Kamera. Ich zeige es mal ganz kurz. Also hier ist zum Beispiel, man sieht ja hier, die Kiste ist bündig mit der Wand und mit der Platte. So, jetzt haben wir folgendes Problem. Wenn ich jetzt die Kiste aufmache, dann stößt sie oben an, was ja nicht schlimm ist, aber sieht man das hier unten? Dann steht hier unten ungefähr, ich sag mal, was haben wir hier? Wir haben hier unten einen Zentimeter. Das heißt, dieses Teil hier oben teilen, ne, sagen wir ungefähr, ich schätze mal, was haben wir hier? Ich sag mal, 5 cm stehen lassen. Also die 5 cm stehen lassen, festschrauben, dieses Scharnier hier ransetzen, damit das der Kipppunkt, der Drehpunkt von der Kiste hier oben ist und nicht hier hinten, bringt uns hier unten einen Zentimeter locker. Also das heißt, man kann die Kiste bündig an die Wand stellen. Müssen wir morgen machen. Müssen wir unbedingt morgen machen. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Dennoch mache ich die Bodenplatte bzw. das Bett fertig, weil das ist ja egal an der Stelle. Aber das muss ich morgen ändern. Das heißt, 5 cm stehen lassen, habe ich gesagt, gell? 5 cm. 5 cm bleiben stehen. Scharnier hier oben rein. Und dann ist hier oben der Kipppunkt. Vor allem steht die Platte dann, also das steht ja dann noch auf. Ne? So hat die immer die Tendenz, wenn die so steht, steht die immer so zum Zuklappen. Also die fällt immer dann immer zu. Hier. Deswegen, also es ist schon, macht schon Sinn. Also Update, noch gar nichts gemacht und schon ein Update. Gut, alles klar, weiter mit dem Bett. Bist du jetzt hier der Fahrer oder was? Hä? Gut, mal bitteschön. Chill einfach. Für morgen steht an, diesen schmalen Grat oben sägen, Scharnier versetzen und die zweite Platte zurecht sägen. Die müssen wir erst kaufen, 15 mm. Okay. Und das ist das, was für morgen ansteht. Und dann kann man eigentlich die Kisten festschrauben. Und ja, dann gucken wir mal weiter, ne? Okay. Hier wird 10 cm eingeschnitten, das wird festgeschraubt und Scharnier kommt dann hier hin, damit wir hier einen Kipppunkt haben, damit die Klappe nicht von allein zufällt. Los geht's. Die Kiste ist fertig, die zweite mache ich jetzt auch noch fertig und ich zeige es mal ganz kurz, darum geht's, dass es hier eine größere Auflagefläche ist und ein Scharnier drin ist. Und die zweite baue ich jetzt auch noch und los geht's.
Also, die Boxen sind jetzt fertig. Ich habe das hinten nochmal abgeschnitten, damit man es aufklammern kann, damit es aufbleibt. Das war das Ziel. Hatte ich beim ersten Mal nicht so bedacht, deswegen macht Sinn. Weil der Sinn ist eigentlich dahinter, ich komme mit der Kiste ganz bis an den Rand, also zumindest mal an die Wand ran und kann sie trotzdem aufmachen und sie bleibt auf. Genauso mit der anderen Kiste, zeige ich euch gleich. Und ja, Löcher habe ich zugespachtelt, die hier noch waren, habe ich gerade eben gemacht. Und auf jeden Fall, der nächste Schritt wird jetzt sein, die Liegefläche zu machen. Das kommt als nächstes. Und was wir noch machen müssen, ist eine Konsole und die Ablage dazu. Das ist genau das nächste Video. Und hier, ich kann schon mal zeigen, hier ist die Ablage dazu und die Konsole. Die haben wir hier. Na? Okay, also das sieht dann so aus. Zack. Na, ganz einfach gesagt. Ne? Die wird eingepasst, die soll einfach schön aussehen nachher. Ob das Sinn macht oder nicht, das haben wir dahingestellt. Mit den Türen lasse ich erstmal. Ich werde hier vielleicht so Gummis reinmachen, damit nichts rausfallen kann. Türen stellt sich so ein mittelschweres Problem dar. Also das wird nicht funktionieren. Noch nicht. Ich habe noch kein vernünftiges Scharnier gefunden. Ne? Okay, ich mache noch mal einen kleinen Rundgang von diesen Kisten, beziehungsweise ich zeige dir mal ganz kurz, die blende ich mal hier irgendwo ein, wie die jetzt aussehen. Wie gesagt, die sind festgeschraubt, also die bewegen sich nicht mehr, ne? Die bleiben jetzt einfach so, wie sie sind. Die sind fix. Dazwischen habe ich die Platte eingepasst, die als Liegefläche dient. Das ist auch schon soweit gemacht. Das kommt auch in dem nächsten Video, wie ich das mache mit der Liegefläche. Und ja. Genau. Also beim nächsten Mal geht es um diese Konsole, wie wir die einpassen, wie ich die hier festmache, wie das danach aussieht. Das seht ihr beim nächsten Mal. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.